Hallihallo, werte Freunde. Wir sind wieder zurück in der Hafenstadt. Wir spielen weiter Risen. So, wo waren wir? Ja, richtig. Diebstähle, bla bla. Der Typ da hinten will, dass ich mit Lukor rede. Ne? Dann rede ich mal mit Lukor. Hüpf, hey, hüpf. Okay. Lukor. Hey. Hallo. Warte, nicht hier. Was? Carrasco muss ja nicht alles mitkriegen. Lass uns woanders hingehen. Willst du jetzt mit mir fummeln, oder? Hast du ein Problem mit Carrasco? Nein, es ist genau umgekehrt. Er hat ein Problem mit mir. Er guckt mir ganz schön auf die Finger. Hat Angst, dass ich hier was klaue. Und? Klaust du? Solange mir niemand was nachweisen kann, bin ich ein unbescholtener Bürger. Sie haben mich sogar durchsucht, aber nie etwas gefunden. Ich bin zu schlau für sie. Mhm. Ich suche Arbeit. Was denn? Du willst mir helfen? Du gehörst doch auch zum Orden. Na und? Woher weiß ich, dass du mich nicht nur benutzt, um bei Carrasco ein paar Punkte zu machen? Tja, ich schätze, du musst es darauf ankommen lassen. Das ist deine Entscheidung. Na schön. Ich werd's mit dir versuchen. Aber wenn du mich verpetzt, werde ich dich töten. Was hast du anzubieten? Ein paar von den Jungs, die für Carrasco Kisten schleppen, arbeiten nebenbei für mich. Sie lassen ein paar Teile aus dem Lagerhaus mitgehen und dafür kriegen sie von mir eine anständige Bezahlung. Aber die Idioten kriegen den Hals nicht voll. Sie verlangen das Doppelte von dem, was ausgemacht war. Aber das können sie mit mir nicht machen. Nicht mit mir. Über welche Jungs sprechen wir? Da ist Buddy, ein Arbeiter hier aus dem Hafen. Und sonst? Ingvar und Vasili haben beide keinen festen Job und helfen hier nur ab und zu aus. Die meiste Zeit sind sie in Pattys Kneipe. Patty? Die kennen wir doch. Was haben sie gestohlen? 5 Rüstungsplatten. Es sind goldene Stücke alter Rüstungen, die in den Ruinen gefunden wurden. Klingt interessant. Kann man die benutzen? Du meinst, um die eigene Rüstung besser zu machen? Ja. Nein, aber sie sind trotzdem wertvoll. Mhm. Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Du bekommst das, was ich mit den Jungs ausgemacht habe. 50 Goldstücke für jede Platte. Bei 5 Platten sind das 250 für dich. Schneller und leichter wirst du hier nirgendwo an so viel Gold kommen. Einverstanden. Scheißegal. Ich gebe sie sowieso nicht ihm. Was soll ich mit den Jungs machen? Nimm ihnen die Platten wieder ab und bring sie mir. Wie du das machst, ist mir egal. Mir ist nur wichtig, dass am Ende die 5 Platten in meiner Tasche sind. Und Carrasco darf die Teile nicht bekommen. Am besten ist, er kriegt nichts von dem mit, was hier läuft. Ich besorg dir die Rüstungsplatten. Ich wusste, dass du eine Chance erkennst, wenn du eine bekommst. Ich bin hier, wenn du mich suchst. Mhm. Wir machen dir sowas nicht. Dirne. Ist was? Die Dirne, die gute alte Dirne. Na gut, genau, ins Puff wollten wir gehen. Puff, puff, puff. Hallo Lilly. So. Hör mal, Schätzchen. Wenn du hier was anfassen willst, musst du es bei mir zahlen, klar? Okay. Was kannst du mir anbieten? Du bist hier im feinsten Freudenhaus der ganzen Stadt, Schätzchen. Im einzigen. Was du hier nicht findest, willst du auch nicht, verstehst du? Ich brauche eins deiner Mädchen für die Zellenwache am Hafenkai. Hafenkai, sagst du? Nimm Annika. Sie schwirrt da draußen nirgendwo am Hafenkai herum. Was du mit ihr machst oder für wen du sie brauchst, machst du am besten mit ihr selbst aus. Alles klar. Annika. Am Hafenkai. Danke. Gut.
Was gibt's denn? Gibt's hier sonst noch was? Oh, hallo. Lass mich. Ich bin gar nicht da, okay? Was ist los mit dir? Ach, es ist dieses besoffene Schwein Erikson. Tagelang saß er da auf der Bank und starrte mich so unheimlich an. Schließlich hat er bei Donna Sonja für mich bezahlt und ich sollte mit ihm gehen. Ich habe mich geweigert und da hat er mich verprügelt, das Schwein. Aha. Ich werde mich um den Dreckskerl kümmern. Wirklich? Würdest du das für mich tun? Ich würde dir all mein Erspartes geben, wenn das Schwein endlich aus unserem Haus verschwindet. Aber sei vorsichtig. Er ist ein mieser Hundesohn. Ich pass schon auf. Der Frauenschläger, so, so. Komm her, Arschloch. Was willst du von mir? Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Du hast ein paar über deinen Durst getrunken, was? Ich möchte mal wissen, was dich das angeht. Hau ab! Sonst gibt's ein paar aufs Maul, klar? Ich werde dir jetzt mal Manieren beibringen. Du willst dich unbedingt prügeln? Das kannst du haben. Na dann mal los. Das wird noch Ärger geben. Eine Kiste. Also ein Schlüssel. Nichts zu holen. So, Arschloch. Aufgewacht, die Sonne lacht. Okay, okay, du bist der Stärkere. Was willst du denn noch? Es ist besser für dich, wenn du jetzt gehst. Und fasst du die Mädchen hier noch einmal an, wirst du es bereuen. Verstanden? Ich bin ja schon weg. Nur nicht nochmal schlagen, ja? Hau ab. So, den werden wir los. Erikson hat seine Packung bekommen. Ja, ich habe gesehen, dass er ordentlich Prügel bezogen hat. Das war klasse. Aber ich fürchte, das reicht mir nicht. Er wird immer noch hier auf der Bank sitzen und mich anstarren. Nein. Ich schätze, Erikson wird sich hier nicht mehr blicken lassen. Endlich ist der Spuk vorbei. Du bist toll, weißt du das? Ich danke dir. Mein großer Held. Hier hast du mein ganzes Gold. Ich werde mich jetzt erstmal hübsch machen. Und du? Pass auf dich auf, ja? Danke. Du auch. Wow. Dein ganzes Gold. Naja. Besser als nix. Krieg ich von dir auch was, weil ich den Typen raus hab? Dem hast du's aber gezeigt, Schätzchen. Wurde auch Zeit, dass Erikson endlich mal Schläge kassiert. Der Säufer Erikson hat sich aus dem Staub gemacht. Das hast du gut gemacht. Ich dachte schon, ich müsste den Kerl ewig ertragen. Hier, dafür kriegst du von mir auch eine Belohnung, Schätzchen. Na? Na? Olga! Na, kleiner Mann? Lust auf ein Abenteuer? Lass uns ein bisschen Spaß haben, ja? Geh zu Donna Sonja und bezahl mich. Dann bekommst du von mir alles, was du willst. Die stärkste Rüstung und das stärkste Schwert im Spiel. Naja, was soll's. Okay, wir haben für Annika bezahlt. Jetzt werden wir Annika auch dort nach hinten bringen. Die habe ich sogar schon gesehen. Die sitzt da irgendwo hinten auf der Bank herum. Hallo, Annika. Hallo. Wenn du was von mir willst, musst du erstmal bei Sonja bezahlen. Habe ich gerade. Solange behältst du gefälligst deine Pfoten bei dir, klar? Verstehe. Ich habe bei Sonja für dich bezahlt. Na gut. Wo gehen wir jetzt hin? Zu dir oder zu dir? Die Stadtwache Dick will dich gerne kennenlernen. So, so. Er schickt wohl dich, weil er selbst zu feige ist, was? Schon gut. Wo ist dieser Dick? Er hält Wache bei der Zelle am Hafenkai. Ach ja, den Kerl meinst du. In Ordnung, bin unterwegs. Braves Mädchen. So, warte mal, zwischendurch könnten wir eventuell dem Typen noch... Ja. Lukor sucht ebenfalls nach den Rüstungsplatten. So?
dann sorg dafür, dass er sie nicht bekommt. Sie gehören dem Orden, also bring sie mir. Manches Mal macht es mir das Spiel echt schwer, weil die Ordenstypen sind halt echt richtige Pfeifen. Und die Banditen sind halt echt ziemlich cool. Also die Banditen sind definitiv die Coolness-Fraktion. Und die Ordenskrieger sind halt so die Deppen. Aber, naja. Da liegt nix. So, Annika, mach den Mann glücklich. Das Freudenmädchen Annika wird sich um dich kümmern. Ah, das ist gut. Endlich mal was los hier auf diesem beschissenen Posten. So, nun zu dir, Kumpel. Komm mit nach hinten. Dort sieht uns keiner. Wenn Annika da ist, kriegst du den Zellenschlüssel. Ich hab so Angst vor den Typen in dem Spiel. Die wollen mir alle ans Leder. Und zwar in der unangenehmen, bösartigen Art. So, ja, Annika ist da. Gratuliere. Und jetzt gib mir den Schlüssel. Was ist jetzt mit dem Zellenschlüssel? Gut, hier hast du ihn. Aber wenn ich wegen dir Ärger kriege, wirst du das bereuen. Schon klar. Gut. Na dann. Hallo. Ha! Wen schicken Sie mir denn jetzt? Einen Laufburschen? Ich gebe dir einen guten Rat, Junge. Es ist besser für dich, wenn du erst gar nicht versuchst, mich nach meinem Gold zu fragen. Du bist Pirat. Mein Name ist Ivan Michail Nikolai Igor Romanov. Für dich einfach nur Kapitän Romanov, klar? Ich bin mir sicher, du hast schon von mir gehört. Viele Geschichten werden über mich erzählt. Viele finstere Geschichten. Und glaub mir, egal was du gehört hast, sie sind alle gelogen. Das ist der mit Abstand rassistischste Russenname aller Zeiten. Das sind einfach alle russische Vornamen, die irgendwie nach Mafia klingen, zusammengewürfelt. Das ist so geil. Heißt das, du bist kein Pirat? Das heißt, dass die Maulhelden da draußen keinen Schimmer davon haben, was ich wirklich getan habe, Junge. Romanov ist ein Mörder, sagen sie. Er ist ein Verbrecher. Er ist ein Dieb, sagen sie. Ha! Sollen sie alle im Vulkanfeuer schmoren? Ich habe ganze Städte vor heranrollenden Armeen beschützt. Ich habe den heiligen Tuk des Harlan aus dem Palast von Kroazin befreit. Ich habe einen Rottwurm getötet. Mit meinen bloßen Händen. So, und nun sag mir, dass dir das irgendjemand erzählt hat. Nein. Ha! Aber so ist es gewesen. Du bist über das Meer gekommen? Allerdings. Wer von den braven Bürgern weiß denn schon, was auf den Meeren da draußen wirklich passiert? Alle reden von der Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel. Ha! Aber das ist mein Witz. Ich sage dir, es wird noch viel schlimmer kommen. Ein Sturm ist im Anmarsch. Ich habe es selbst gesehen. Ein Sturm, den niemand aufhalten kann. Nicht einmal dieser eingebildete Inquisitor mit seiner weißen Armee. Du scheinst den Inquisitor nicht zu mögen. Ha! Was denkst du, wer mich hier eingebuchtet hat, du Schlaumeier? Aber eins kann ich dir sagen. Wenn ich hier wieder rauskomme, kann er was erleben. Wie lange sitzt du hier schon? Einige Tage. Die Schweine wollen mich weichkochen. Ha! Da können sie lange warten. Ich werde ihnen niemals verraten, wo ich mein Gold versteckt habe. Du erwähntest gerade dein Gold. Ich hab dir gesagt, dass du mich nicht danach fragen sollst. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Dann halte dich daran. Sonst wird es dir schlechter gehen. Die Tür ist offen. Du bist frei. Meinst du etwa, diese marode Tür dort hätte mich daran hindern können, hier rauszukommen? Glaubst du das? Da kennst du mich aber schlecht, mein Junge. Wenn ich gewollt hätte, wäre ich schon über alle Meere. Warum fliehst du nicht? Ich habe hier in dieser Stadt noch was zu erledigen. Eines Tages werden die Weißen im Dreck liegen und die Stadt wird wieder Don Esteban gehören.
Ich werde mir ein großes Stück aus dem Kuchen herausschneiden, wenn es soweit ist. Ich werde erst mal hier bleiben und auf meine Chance warten. Ein bisschen windig in deiner Zelle hier. Wind macht einem wahren Seemann nichts aus. Doch dieser elende Gestank in diesem Loch macht mich noch wahnsinnig. Hör zu, mein Junge. Ich trage schon seit 30 Tagen dieses stinkige Schwitzhemd an meinem Leibe. Meine Kleidung ist mittlerweile so speckig und dreckig, dass ich sie in die Ecke stellen könnte. Oben im Lagerhaus am Hafenkai steht meine alte Seemannskiste. Ich habe darin eine Schatulle mit meinen Klamotten eingelagert. Wenn du mir die hierher bringen könntest, würde ich ein paar Münzen dafür springen lassen. Was meinst du? Abgemacht. Ich werde dir deine Schatulle bringen. Braver Junge. Hier hast du den Schlüssel zu meiner Seemannskiste. Sie steht im obersten Stockwerk des Lagerhauses am Hafenkai. Ist nicht leicht zu erreichen, aber ein schlauer Kerl wie du wird sie schon finden, was? Aber beeil dich! Und vor allem komm sofort wieder zu mir und lass niemanden an meine Schatulle, klar? Sind wohl recht wertvoll, die Hemden in deiner Schatulle, was? Lass das quatschen! Beweg dich! Mhm. Noch ein braver Banditenbürger, den wir enttäuschen werden. Ich weiß ehrlich auch nicht, was die erwarten. Da steht ein Typ in voller Rüstung vom Orden. Und die machen einen auf, hey, du siehst cool aus, bring mir doch mal mein Gold. Oh, ganz oben. Ich bin so sneaky. Sneaky, sneak. Sneaky, die sneak. So, wir schauen mal, was ist. Ah, die ist sogar offen. Toll. 2 Goldmünzen und eine Fackel. Mhm. Ja, da müssen wir uns halt jetzt durchschleichen, damit der Typ da unten das nicht hört. Und nicht aus Zufall irgendwie anfängt, uns da jetzt ans Maul zu pissen. Das ist es nicht. Oh, scheiße. Raus! Ja, fuck. Ja, ist gut, ist gut. Ja, dann lass mich auch raus. Weg mit dir! Entschuldigung, Herr Oger. Sir. Er beobachtet die Tür. Ballis Truhe. Vom Schlösserknacken verstehe ich. Scheiße! Vom Schlösserknacken verstehe ich ja. Nichts. Irgendwie muss ich da rein. Ich weiß noch nicht so ganz wie, aber irgendwie muss ich da rein. Ach, warte mal. Ah. Ha. Okay. So könnte es funktionieren. So, hallo Carrasco. Mr. Tobasco. Alles klar. An dir kommen wir ja noch recht easy vorbei. Du bist ja recht doof. So. Okay. Jetzt müssen wir irgendwie hier hoch. Wie komme ich hier hoch? Ja, das bringt mir nur nichts, solange dieser gottverdammte Oger da unten sitzt. Der pisst mir... Raus! Natürlich. Ja, verschwinde von hier! Er pisst mir sofort wieder ans Bein, der Typ. Hab ich vielleicht noch einen Levitationszauber mit? Heile, magischer Schutz.
natürlich nicht. Buddy schleppt eine Kiste. Ahoi! Wie ist die Lage? Sieht nicht gut aus. Kein Ende der Stürme in Sicht. Du bist ein Seemann? Ei, Fischer, um genau zu sein. Aber bei den Stürmen fahre ich nicht raus. Jetzt schleppe ich Kisten. Viel kriege ich zwar nicht dafür, aber Carrasco lässt schon mal eine Wurst oder ein paar Goldstücke springen. Du besitzt Artefakte. Lass mich raten. Lucor hat dich geschickt. Aber ich sage dir was. Ich habe es satt, für Lucor die Drecksarbeit zu machen, während er sich den Gewinn einsackt. Aber dieses Mal nicht. Ich will eine ordentliche Bezahlung, sonst kannst du dich gleich wieder verpissen. 200 Goldstücke will ich haben. Ja, bist du deppert, Alter. Muss ich dich erst verprügeln? Du willst mich niederschlagen und mir die Rüstungsplatten abnehmen? Ich habe mir schon sowas gedacht. Deshalb trage ich die Rüstungsplatten nicht bei mir. Ich habe sie gut versteckt. Ohne meine Hilfe findest du sie nie. Wo sind die Rüstungsplatten? Bezahl mich und du erfährst es. Falls nicht, kannst du ewig danach suchen. Wo hast du die Platten versteckt? Bezahl mich, dann sag ich es dir. Alter. Sag mir sofort, wo die Platten sind. Was soll das? Du weißt doch, was ich will. Bezahl mich, Mann! Sonst sag ich es Ukos. Wer ist Ukos? Ukos ist ein großer, starker Schläger und er schuldet mir noch was. Aber darüber solltest du dir nicht den Kopf zerbrechen. Bezahl mich einfach. Jetzt muss ich den Spasten wirklich bezahlen? Ich will den Spasten nicht bezahlen. Vor allem keine 200 Goldstücke. Ich glaube, es hakt. Dieser Lucor-Typ gibt mir 50 pro und der will 200. Das ist quasi die komplette Gewinnspanne. Wieso 50 Goldstücke? Naja, aber sicher nicht. Warte mal. Irgendwie muss ich darauf. Ja, das sieht schon schwer danach aus, ja. Ja, gut. Alles klar, alles klar. Ah, fuck. Nee, das geht nicht. So kommen wir nicht weiter, meine Freunde. Ist aber auch jetzt nicht weiter schlimm. Wir werden da schon noch was finden. Gut, auf jeden Fall, wir haben Captain Romanoff kennengelernt. Sind jetzt wieder an einer guten Stelle, um hier wieder die Folge zu unterbrechen. Wir haben Captain Romanoff kennengelernt, haben den Wächter da hinten mit einer Nutte bestochen. Finde ich cool. Ja, wir wollen... Buddy will jetzt 200 Goldstücke von uns haben. Das ist ziemlich dreist, aber ja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Bis zum nächsten Mal, werte Freunde. Bis dahin, Peace und Freundschaft. Macht es gut. Pfiat euch und Baba.